Spielstunde mit den Wölfen im Zoo Berlin. Das schlaucht. Thomas Dörflein steht zwar auf dem Schlauch, zieht aber nicht den kürzeren. Die lassen mich. Alte Liese, lass los. Nicht so. Ein großer Zoo-Fan kommt zu Besuch. Yoshi, 8 Jahre alt, darf heute mit auf Fütterungstour. So, weiter. Mal, die begleiten dich hier, die Wölfe. Siehst du die hier rechts? Ja, halt mal noch einen Keks hin. Dann kommen die an. Ah, der isst keine Kekse. Nur die Jungen essen Kekse. Warum isst der kein? Die Erwachsenen, die essen nur noch Fleisch, die mögen dann keine Kekse mehr. Und nur noch die Meerschweine und Fische und... Kannst du mir mal die Tür aufmachen? Danke. Also die Erwachsenen essen nur noch Meerschweine und Fische und so? Fleisch, Fisch, Hühnchen, alles Mögliche. Ja, Mäuschen. Das sind die afrikanischen Wildhunde. Die sehen lustig aus, wa? Sehen aus wie Hyänen ein bisschen. Ja, die heißen auch Hyänenhunde, sind aber richtige Hunde. So, erst mal gucken, ob sie alle da sind. 11 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Alle da. Eigentlich haben die heute einen Fastentag. Die kriegen nichts zu essen. Aber das haben die Hunde kriegen bei uns immer einen Fastentag, weil die sonst zu dick werden. Aber heute ein bisschen zu spielen kriegen sie schon noch. So, auf geht's. Wisst ihr, und normalerweise sind jetzt hier auch die Wölfe noch mit bei. Aber da der eine verletzt ist, haben wir die Schleusen zugelassen. So lange werden die Wölfe extra gefüttert? Ja, die werden eigentlich immer extra gefüttert. Bloß, dass sie hier rüberkommen zu den Bären und den Bären noch was wegklauen von ihrem Futter. Hey, Bernie. Der Bernie ist auf Diät. So, Bernie will einen Salat. Komm, wir essen. Ich gebe euch gleich ein paar Äpfel, die könnt ihr denn. Aber niemand am Kopf treffen. Ja? Brillenpinguine in der Mauser. Kein Hunger. Liane Dedekind wird ihren Fisch nicht los. Da sieht man es, da sind noch so ein paar Flusen. Oben die letzten Mauserfedern, das ist ja immer schön zu sehen, dass die vorher beim letzten Mal, da hat man ja gesehen, dass welche aussahen wie dicke Teddybären. Und das ist ja praktisch das, dass die neuen Federn die alten Federn abdrücken. Und da geht es gar nicht anders, dass sie müssen dann so aussehen. Jetzt rennen sie erstmal weg. Jenny, Familie Flotter mausert. Das ist unsere Familie Flotter, weil Familie Flotter ein fürchterlich ferkeliges Paar ist. Die schleppen alles, was Dreck ist, in ihre Höhle. Den haben wir das beste Nistmaterial gegeben. Nein, man muss sich Kienäppel, Steine, Stöcke und allen möglichen Mist da reinschleppen. Wenn es geht, auch noch ein Stück Papier. Und dann sitzt man da. Versuch mal dein Glück. Probier, ob du mir wieder in die Finger hackt. Er ist ja besonders krötig. Sie ist ein bisschen heute, lieber, ne? Familie Flodder. Eines von nur 2 Paaren. Die übrigen Brillenpinguine sind solo. Aus einem traurigen Grund. Wir haben 11 Jungs und 2 Mädchen.
Und das ist eine unheimlich ungünstige Geschlechtszusammensetzung. Die keilen sich natürlich um die Frauen. Und der Blaue, der hier vorne gerade uns den Rücken zudreht, mal sehen, ob er sich mal rumdreht, der hat ein bisschen Blut. Der hat sich heute gekeult. Aha. Na, habt ihr es euch überlegt? Wie siehst denn du aus? Es geht in der Regel relativ gut ab. Es ist keine schweren Verletzungen. Aber ich meine, wenn auf dem weißen Gefieder nur irgendwo oben ein kleiner Riss ist, das sieht natürlich immer schlimm aus. Ich würde mal lieber ins Wasser gehen, mich abwaschen. Versuch mal, einen Fisch ins Wasser zu schmeißen. Da kannst du zeigen, dass kaum einer hinterher geht. Möchtet ihr? Oh, höchst ungern. Doch, man geht. Aber wenigstens der Dreckige. Der ist also der mit dem bisschen Blut. Das ist schön. Dann putzt er sich nämlich dann und dann haben wir Chancen, dass er wieder ein bisschen besser aussieht. Und du, grünes Ungeheuer, der mausert als nächstes. Der mit dem grünen Fleck auf seiner weißen Weste, der sieht jetzt schon ein bisschen rundlich aus. Die Junggesellen haben wenig Aussicht, eine Pinguinpartnerin im Tierpark zu finden. Die festen Pärchen bleiben eigentlich immer so lange, wie bis ein Partner stirbt. Es sei denn, dass man auch fremd geht. Wenn der Partner, unser Opi, zu alt wird, dann sucht man sich einen Jüngeren. Gibt's auch. Ist wie im Leben. Heute will Rolf Becker in den Tierpark. Seine Elefantenkollegen und Kariber besuchen. So. Paar aufpassen. Ihr Beck hier. Id, paar Beck. Id Beck. Shaina Beck, Joti Beck. Wir wollen mal schauen, wie weit unser Shaina als Einzelkind. Shaina Beck. Beck, Id Beck. Beck, weiter Beck. Wie weit die Entwicklung eines Einzelkindes ist im Vergleich zu so einem Gruppenkind. Das würde mich schon mal interessieren. Ich meine, wir wissen ja, dass die Shaina immer sehr neugierig einem Fremden gegenüber ist. Und die im Tierpark haben wir festgestellt, die spielen untereinander, die haben mehr mit sich zu tun. Man wollte mal gucken, wie die sind, wenn man da auf die Anlage geht. Ey, musst du meinen Schuh aufmachen? Hör auf. Ist ja hier. Kriegst du was? Hör auf damit. Shaina, hier. Einmal quer durch Berlin. Gleich treffen sich alte Bekannte. Kennst du Lilac? Kennst du nicht? Hier, die rechts am Baum steht, ist von uns. Auf zum Elefantenbaby Kariba. Erstmal jetzt das Jungtier. Ja, haben wir die zwei Tantenmäuschen dabei. Matibi und Tana. Die zwei jungen Elefanten, damit die sich dran gewöhnen. An das Jungtier. Matibi war ja dabei bei der Geburt in der Box mit. Und wie verhält die sich da klein gegenüber? Völlig übermutterartig. Die macht die Brüste frei, obwohl nichts rauskommt. Das kleine Lutschtuch dran. Guck mal hier. Ach, da ist schon ein Unterschied. Guck mal hier. Super. Komm mal hier. Komm mal hier. Ja, fein. Komm mal mit. Komm mal runter hier. Komm. Na komm. Ich bin bockig. Ja, zu viele neue Menschen da ist. Ja, ja. Da ist er noch ein bisschen schüchtern. Der Shaina dreht auf, wenn Fremde, wenn sie im Mittelpunkt steht. Wenn irgendwelche Leute auf die Anlage kommen, die sie nie kennt. Ja. Die ersten Monate war die auch so schüchtern. Die hat sich nur an der Mutter aufgehalten. Ich weiß nicht, mit wie vielen Monaten sie anfing, dann so frech zu werden oder aufgeweckter zu werden. Das ist automatisch. Die gehen ja immer weiter von der Mutter weg. Oh. Wir versuchen es noch mal. Tot. Die ist müde. Deutlich. Wie groß ist die jetzt? Na, jetzt beziehungsweise Meter 10 oder was? Schulterhöhe. Nee, so hoch noch nicht. Meter 10 noch nicht. Aber so. Nee, Shaina war ja bei der Geburt schon. Was habt ihr gehabt? 96, ne? Irgendwas. 96 Zentimeter. Aber das ist ja die ganze Masse beim Asiaten. Der sieht ja ganz anders aus. So ein Afrikaner sieht immer dünner aus. Ja, und 145 Kilo Geburtsgewicht bei euch gegen 130 Kilo jetzt ein paar, also fast zwei Monate nach der Geburt, das ist schon der Unterschied. Shaina also hat gestern 540 Kilo gehabt. Das ist schon ordentlich. Das ist der volle Wonneproppen. Ja.
Jetzt wirst du Kiss. Komm auf den Schoß. Ich muss mich mal setzen. Du bist schwer. Schwer zu ertragen, so ein junger Elefant. Gucken, sah aus, als wenn hier gerade jemand eine Fruchtblase geplatzt hätte. Na, hast du da hinten etwa dein Lamm bekommen? Na, der Kopf guckt raus. Mal schauen, wird jetzt bald kommen denn. Wenn wir sie mal in Ruhe lassen. Da habe ich eine Mufflon-Mutti drin, auch mit dem Kind, mit dem Mädchen von gestern. Und da hatten wir ein Problem. Die wurde nämlich voriges Jahr, die Mutti, in der Geburt von ihrem Bock getreten. Und da ist ihr Euter defekt gewesen. Dann hat sie gestern wieder ein Kind bekommen, ihr Jungtier. Und nach 3 Stunden war ihr Euter aber fast so groß wie ein, naja, wie ein Fußball. Da habe ich sie lieber erst mal mit reingenommen, weil ich das Kind habe auch nicht trinken sehen. So, Mäuschen, jetzt gucken wir uns noch mal den Euter an. Und wenn das alles in Ordnung ist, kannst du wieder raus. So. Ja. Ruhig. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Komm mal hin. Ja, komm mal hin. Halt, komm mal hin. Ja, komm mal hin. Ja, ist gut. Na, ist nicht mehr heiß. Und, hast du da Milch? Komm mal hin. Ja. Ja, und andere Seite aber nicht, ne? Gut, das ist in Ordnung wieder, ne? Dolly Buster wäre neidisch gewesen gestern, du. So, und jetzt komm du mal her. Das, ne? Ist auch ein dickes Bäuchlein. Ja. Jo, wohl auf. Claudia Walter wartet schon auf die nächste Geburt. Aus gebotener Entfernung zur Mufflonmutter. Jetzt presst du schon ganz schön doll. Kopf ist da. Nun haben wir ja zum Glück auch den Bock nicht drauf. Der hatte sich ja voriges Jahr andauernd in die Geburt eingemischt. Da musste er dann ausziehen. Und dies Jahr fing er aber auch an, mit uns rumzustänkern. Und da habe ich mich dann von ihm scheiden lassen. Und der ist jetzt bei meinem Mann im Revier. Hat dann ein schönes Einzelgehege mit Box. Und jetzt kann er da in sich gehen, kann in Ruhe drüber nachdenken, was er falsch gemacht hat. Und wenn dann alle Kinder da sind, groß genug, wahrscheinlich 4, 5 Wochen das letzte, dann kommt er noch mal mit auf die Anlage drauf. Und dann schauen wir mal, was er denn macht. Aber der wollte mit mir nur noch kämpfen. Und das halte ich nicht aus, ich bin kein Mufflon. Bei den Weißkopf-Makis im Zoo. Azubi Sanja Köppen, eskortiert von Burkhard Grüneberg, da folgt das erste Mal nah heran. Sollen die Tiere jetzt auf die Schulter springen? Erschrecklich. Ja. Okay. So, dann gehen wir mal hier nach vorne. Wichtig ist auch, ruhige Bewegungen machen, damit sie nicht erschrecken. Jetzt gehst du mal schon ein Stück vor dem Brett. So, ja, wunderbar. Und nimmst vielleicht mal ein Stück Banane in der Hand und führst langsam zu dem Tier. Du siehst, die haben also unter den Hunger. Da siehst du jetzt das Weibchen. Die Weibchen erkennst du daran, dass sie eigentlich unscheinbar aussehen. Die haben ein schwarzes oder ein graues Gesicht. Die Männchen, die erkennst du an dieser weißen Gesichtsmaske. Und siehst du, das meinte ich, man kann sie ruhig so ein bisschen immer mal berühren, aber eben diese richtige Streichung, wie man es zu Hause bei einer Katze vielleicht gewöhnt ist, so was kann man nicht machen. Alle Tiere sind wirklich mobil, dann können wir das Futter überall so ein bisschen verteilen, ungefähr die Hälfte. Okay. Die andere Hälfte, die verteilen wir dann auf den Nachmittag. Und auch beim Rausgehen muss man immer darauf achten, dass man die Tiere nicht irgendwie klemmt.
war so schön. Und zwar auch mal zu merken, wie die Füße und die Hände von denen sind, zum Beispiel. Also man denkt immer so, naja, sind die so wie bei uns oder sind sie rau, sind sie, wie auch immer. Aber die sind richtig kalt und glatt. So. Also so habe ich es mir jedenfalls nicht vorgestellt, sagen wir mal so. Und doch schon sehr schön, das mal zu erleben. Ein paar Käfige weiter. Azubi Matthias Mende streut Lockfutter. Fitje und Bente, die Tapire, sollen ins Haus. Für Bente sind aber erst mal andere Dinge wichtig. Bente, das findest du gut, wa? Am Bauch kraulen. Das ist schön. Ja? Also sind einer der wenigen Tiere, die so verschmust sind und selbst fürs Kraulen würden die ihr Futter liegen lassen. Gut, Matthias, folgendes, die Bienen müssen jetzt rin. Futter haben wir ja schon fertig gemacht. Kennst du die Bienen ja schon, die Bente? Ja. Das ist die Verfressene. Da musst du also ein bisschen aufpassen, wenn du rinkommst, dass sie dich nicht gleich mal Haufen rennt. Und Fiji, der braucht ja ein bisschen Zeit immer, da müssen wir ein bisschen warten und Geduld haben, bis er alleine rinkommt. Und wenn er absolut nicht will, dann müssen wir halt zu zweit mal rausgehen. Mit der Futterkiste und ihn noch ein bisschen versuchen, Rind zu drücken, halt, oder? Na komm. Na los, komm. Na je, Dicke. Geh mal. Noch unentschlossen. Tapirmann Fitje. Vielleicht hat er keinen Hunger oder weil es wieder schön draußen ist, jetzt endlich mit den Temperaturen, Wetter, fühlt sich halt draußen wohl. Oder er will mich einfach nur ärgern, lässt sich Zeit. So, jetzt geht er wieder. Ein bisschen müssen wir erstmal abwarten und ihm die Chance geben, halt, dass er rankommen kann. Aber umwandeln ist das auch Absicht von ihm, der will uns ärgern. Vielleicht speist Fitje aber lieber allein. Denn Bente hat schlechte Tischmanieren. Und tschüss. Oh ja, das war's. Nee, dann würde ich vorschlagen, hol doch mal zwei von diesen blauen großen Futterkisten. Mhm. Und dann werden wir die mit Hilfe der Kisten, werden wir ihn dann so ein bisschen Richtung Stalleingang drücken. In der Hoffnung, dass er dann läuft. Ist vorbei mit dem Spiel. Hm? Schauen wir mal, wie er sich verhält. Komm mal, Fidi, komm. So, mach ihn mal da den, versperr ihn mal den Weg da. Geh mal, komm. Nee, nee. Genau. So. Pass auf, dass er uns da nicht entwischt. So, ganz ruhig. Los, keine Panik. So, jetzt komm näher ran, mach enger, enger, enger. So, jawohl, siehst du. So war das. Vorsicht! Und jetzt Hungerstreik. Die Singles müssen selbst zur Essensausgabe. Die Paare bekommen Zimmerservice. Gucken wir mal zu Franzi, vielleicht zeigt sie uns ihr Ei. Du hast gestern gesehen, ich hab's gesehen, ja. Dann könnte nur morgen, spätestens übermorgen, das zweite Ei da sein. Wir legen also zwei Eier und brüten, wie gesagt, beide. Hast du schon? Na, und ihr?
Ihr legt als Letzte, ne? Das ist ja auch ein zuverlässiges Zuchtpaar in der Höhle, aber da kommen nächsten Tag bestimmt die Eier. Lässt du mal dein Frauchen den Biotinfisch? Nicht fallen lassen. Prima. So, und hier sieht man auch das Ei. Die sind also blütend weiß und riesig. Das wäre also Gänse-Ei-Größe, aber schneeweiß. Wer schüchtern ist, wird oft übersehen. Auch beim Füttern. Da heißt es hartnäckig bleiben. Willst du noch einen? Ja. Willst du auch noch einen? Zur besseren Übersicht kommt jetzt ein Plan. Ah ja. Kann man sich ja schon gar nicht mehr merken. Ich habe es dieses Jahr so gemacht, ich habe alle vorgefertigten Höhlen so gemacht, dann ist es für uns einfacher, dann merken wir uns das auch besser. Und alle selbstgebuddelten, die sind so. Mensch, wenn die alle kommen, dürfen wir gar nicht drüber nachdenken. Nur Mut zur Brut. Auch bei den Brillenbären Freude an der kollektiven Fütterung. Klein ist die Mutter. Hä, die Kleine ist die Mutter. Ja, großes Kind, ne? Und das ist der Bär, der hier mal raus aus dem Graben rausgeklettert ist, wenn ihr mal davon gehört habt. Aus dem raus. Der war letztes Jahr hier rausgeklettert. Also ist er durchs Wasser und hier rüber gesprungen? Durchs Wasser und hat sich hier so einen Baumstamm an den Grabenrand gestellt und ist hier rüber geklettert. Und alle haben sich gefreut. Wer hat denn wieder angefangen? Der Tierarzt hat mit dem Gewehr eine Betäubungsspritze geschossen. Ach so. Weil der wollte nicht von alleine gehen, weißt du? Der war erst auf der Rutsche da vom Spielplatz. Was haben die Leute sich da? Nee, die Leute haben sich gefreut. Die sind mit ihren Kindern sogar hingegangen. Also sehr unvorsichtig. Was sollst du denn? Die sind aber nicht artig, wa? Zum ersten Mal darf der größte Fan der Wölfe auf die Anlage. Yoshi. Gewöhnungsbedürftig, das Wimmeln der Wölfe. Lass mal runter und halt mal so die Hand hin, zu dem Wolf hier. Jetzt werden wir die Uhr haben. Sollst du die Kabel rausziehen? Nein. Lass du die lassen sich nicht gerne anfassen, aber die wollen dich anfassen. Der Gebissen wurde von dem Bär. Der ist wieder in der Höhle verschwunden. Kommt erst nachher raus. In welcher? Der oder der? Nein, die haben da hinten so eine ganz tiefe Höhle, die sie selber gebuddelt haben. Da ist er drin. Die ist ganz lang. Also groß wie eine Wohnung. In der Länge. Na. Zieht den Schlauch durchs Gitter, hast du gesehen? Mhm. Yoshis Hilfe ist gefragt. Hier, halt mal den Schlauch fest. Kann jetzt nicht. Ja. Mal sehen, ob du den festhalten kannst. Die haben viel Kraft. Zieh mal ein bisschen dran. Kannst doch mal rennen damit. Na, der hat Kraft, wa? Und die wollen ja auch das andere Stück aus der Hand reißen. So, wenn nicht zu weit weg. Lass mal los.
besten gut los. Mann! Das kann hier nicht raus. Komm schnell raus. Gar nicht verspielt der stolze Marabou. Pass mal auf, soll ich das lieber mit dem letzten machen, weil du es noch nicht gemacht hast? Ja, kannst du machen. Ja, guckst du jetzt mal an. Guckst du dir mal an, hältst du mal die Klobürste? Die brauchen wir nachher. Gut. Sven, welche Ecke wollen wir? Das waren da hinten. Da hinten die Ecke, ja. Gut. Vor lauter Würde putzt er sich nicht mal mehr den Schnabel selbst. Wozu hat man Personal? Ja, Digga. Oh, oh. Zweimal im Jahr ist Schnabelschau. Kein netter Job für die Pfleger. Und es lohnt sich. So, pass auf, du musst ihn jetzt hier so halten. Genau. So, entweder drückst du ihn jetzt runter. Am besten so, ja. Drückst du ihn runter. Der ist schon stark hier. Der ist kräftig. So, das ist hier die dicke Kruste, die jetzt hier drauf ist. Das ist der ganze Dreck vom Fisch, den sich ja vorgeholt hat. Und da er sich nicht alleine den Schnabel reinigt, müssen wir das jetzt machen. Da sind auch sonst Bakterien und sowas, ne? Und das holen wir jetzt hier alle drunter. Das tut dem Vogel auch nicht weh, weil das ist Horn. Das ist also wie ein Fingernagel. Und da kann nichts passieren. Nur zu deinem Besten. Genau, Digga. Wenn du das alleine machen würdest, das werde ich nicht immer einfangen. Aber du scheinst ja auch so weit zu stehen. Der hat aber auch Schichten da drauf. Ja, das ist mal richtig schön. Könntest ja wirklich mal ein bisschen sauberer sein. Aber ist nicht drin, oder? So, jetzt müssen wir mal, mach mal die Klobürste dazwischen. Interessant. Passende Utensilien zur Marabou-Mundpflege. Mach mal auf, schieb mal ein bisschen nach hinten durch, damit ich dann so... Alter Schwede. Kommst du so ran? Komm mal so ran, ja. Und das stinkt. Du bist wirklich ein Stinkebuch. Du bist kein Marabu, du bist ein Stinkebuch. Mmh, das schön auf der Stulle. Echt lecker. Jetzt die ganze Familie von satt. Klaus-Dieter Grahl beim Rundgang am Adlerfelsen. Das Brillenkäuzchenpaar ist wohl auf. Die Kinder sind in guten Händen. Zweimal täglich werden die hungrigen Mäuler der beiden Kleinen gestopft. Na, mein Kleiner, wartest du schon auf dein Fresschen, jo? So, haben wir wieder schön Kalzium raufgemacht auf die Maus. Boah, das sind ja mehrere Mäuse. Frisst ja schon eine ganze Menge. Nur komm mal raus. Hä? Schön gewachsen ist jetzt auch schon. Ist schon ja anderthalb Wochen her, dass das letzte Mal gefilmt wurde, ne? Ja. Groß ist er geworden, der Kleine. So, dann wollen wir mal. Ein bisschen nass, damit du ein bisschen Feuchtigkeit hast. Das war die Pinzette. Ja. Und jetzt frisst er schon kleine Mäuse, die ein bisschen Fell dran haben. Das ist ganz wichtig, weil Eulen ja dann ein Gewölle bilden. Das heißt, alle nicht verdaulichen Teile wie Haare und Knochen, die werden zu einem Ballen
verarbeitet und dann wieder ausgespien. 25 Tage ist er jetzt alt. Aber das ist jetzt mein Finger, hat den nicht mitfressen. Ah, das ist lecker, ne? Du machst nicht so eine Spirenzchen wie der andere, wie dein älterer Bruder oder älteres Geschwisterchen. Nee. Aber der hat inzwischen auch die Kurve gekriegt. Ja. Gibt nichts mehr. Doch. Dann kann man wieder rein ins Warme. So, machen wir Klappe zu. Und Licht aus. So, Borsa, jetzt bist du dran. Du frisst ja jetzt schon gut. Da legen wir dir die Maus bloß noch hin. Die kannst du dir dann, wenn du Lust und Laune hast. Magst du schon? Nee. Frisst du sie nachher, ne? Ja. Verschmust ist er. Verschmust ist der Kleine. Der Kleine ist eigentlich der Große. Ja. 58 Tage alt. Mit 100 Tagen so geht's ab in den Wildpark Walsrode nach Niedersachsen. Dann bis später. Ist ja gut, Mutti. Komm mal her. Es ist soweit. Na, no, fein. Die Mufflongeburt vollbracht. Na, wer bist du denn? Du siehst ja aus wie ein großes Böckchen. Wollen wir mal gucken? Wollen wir mal gucken? Halt. Nicht. Ja, ein großes Böckchen. So. Na komm her, Mutti, komm, schnell. Komm zu deinem Kind. Jetzt habe ich erst mal schnell geguckt, was es ist. Ein schöner, großer Bock. Fein, geh mal hin, ja. Ist dein Kind, geh hin. Geh hin, so ist fein. So ist fein. Jetzt musst du mir bloß noch sagen, wer du bist. Ja, na geh mal hin, fein. Na geh mal. Na geh mal. Na, mach sauber, genau. Mach mal sauber. Neugier, auch im Mufflon-Familienkreis. Zeig mal deinem Kind die Welt. Fein. Jetzt kommen die anderen gleich gucken. Schön, haben wir richtig einen kleinen Kindergarten schon. Und die bilden ja richtig kleine Kindergartengruppen und turnen dann auf den Felsen rum. Ist richtig niedlich. Und das ganz Kleine steht auch schon und will schon trinken. Guck mal hier, Futterchen. Ja, nun nicht. Na siehste, nun seid ihr doch gekommen, ne? Ja. Nun komm du auch, genau. Na komm, trau dich. Hm? Ja. Bergab ist noch nicht so einfach. Mama hilft. Thank you.
durch. Okay, warte. Gut, dann gehen wir mal zum Wasser hier an der flachen Stelle, damit ich ein bisschen den Schnabel spüren kann. Ist gut, Digga. So. Ist gut. So, pass auf. Ja, ja. Pass auf. Ja, jetzt du hast du gleich überstanden. Ja, ich hasse das. Hier nur ein bisschen Wasser. Das geht da raus. Wie Zähne putzen. Na ja, jetzt lass ihn kotzen. Lass mal den Schnabel auf, damit er nicht erstickt. Okay. Raus da. Ja, wunderbar. So, zumachen wir. Warte mal. Rausspülen da. So. Gut. Jetzt mal das Bein hinten und dann. Ist okay, weil wo ist denn der Ring hinten drum? Hat der den noch überhaupt drum oder? Nee. Gut, dann mach mal die Beine hinten noch hoch. Schaffst du das denn? Ja, einen Moment. Und dann putze ich ihn nur noch schnell mal die Füße. Mund- und Fußpflege mit demselben Zubehör. Warte mal, machst du die Beine mal anklappen? Da kann ich dir jetzt aber nicht helfen. Gut. Oh, Dicker. Dass die sich immer auf die Füße scheißen, das ist deswegen, da kühlen die mit. Ihr Blut, wenn es im Sommer sehr heiß ist, dann koten die auf ihre eigenen Füße. Das ist praktisch eine Kühlung für die Vögel. Das schützt vor Austrocknung. Ja, die werden auch gleich mal gekühlt werden. Ja, können wir los? Können wir los. Kannst du gut Schnabel geben? Na, der hat auch ein bisschen drauf, wa? Gut, Dicker. Fein. Ja, schicki. Liane und Klaus Dedekind. Familienleben. Hey. Auf Zuruf. Grüß dich, Strandperle. Ey. Kannst dich mal rumdrehen. Bis unser eigener Mann kommt. Was? Hallo. Meinst du mich jetzt mit dem alten Mann oder dem Pinguin? Ich hab nicht alter Mann gesagt, ich hab gesagt, man ahnt nichts Schlimmes und der eigene Mann kommt. Ach so, na siehst du, in dem Alter kann ich mir eine Schwerhörigkeit leisten. Tachchen, ja. Was treibt dich hierher? Bitte? Ich sag, was treibt dich hierher? Die Sehnsucht. Na, mir wäre das lieber gewesen, wenn du da oben über die Felsen hier den auf Louis Drenker gemacht hättest. Ach ja, man verlangt das nicht von mir. Hier sind ja die Felsenpinguine abgehauen damals. Die sind ja hier da drüber und dann hier. Was wisst ihr genau über den? Na, deswegen haben wir hier die Zwischendinger eingezogen. Ist ja hier breiter. Da und in der Ecke hinten. Da konnten sie hoch und da haben sie, sind sie ausgebüxt. Ist genau gut, Dachchen erst einmal. Ich hab dich ja schon von Weitem begrüßt. Ja, gut, okay, ja. Oh. Weg mal lieber absteigen. Ja. Ach ja. Oh, das war heute ein spannender Tag. Und die ersten Pinguine haben Eier. Ja. Ganz viele. Und die Rennkuckucke walzen. Und. Das sind die Kinder von unserem alten Paar. Das alte Paar ist jetzt bei Ronald unten. Die habt ihr hier nachgezogen, ja? Die sind unten nachgezogen. Ja, also, wir haben die Eier alle abgegeben. Und die Eltern von diesem Paar, die haben über 40 Eier gelegt vor 2 Jahren. Die hat sich völlig verausgabt. Und die haben wir jetzt erstmal abgesetzt. Die sind weg von mir. Und jetzt heute habe ich das erste Mal gesehen, wie, das sind ja zwar Geschwister, aber das macht beim ersten Mal nicht viel aus, dass er seinem Schwesterchen schon eine Maus gezeigt hat. Du hast ja mal einen Film gesehen, wenn die Rennkuckucke balzen. Die nehmen doch dann eine kleine Klapperschlange oder eine Eidechse und bei uns natürlich eine Maus. Sowas kriegen wir ja natürlich nicht zum Verfüttern. Und dann wird die Maus dekorativ im Schnabel genommen und dann rennt er mit eigenartigen Tönen, Schwänzchen hochgestellt, rendert dann immer um seine Angebetene rum. Das sieht ganz putzig aus und das habe ich heute gesehen. Also. Das werde ich mal ausprobieren, eine Maus. Achso, den anderen kann ich nicht hochstellen. Nee. Okay, aber Jana, ich glaube, ich muss dann runter, wa? Sonst ist die Farm geschlossen. Ja. Na gut, man sieht sich. Ja. Tschüss. Tschüss, Große. Mach's gut. Kreuz wieder. Du brauchst dein Fahrrad. Du musst ja auch als Rentner immer viel Bewegung haben. Nee, aber ich kann ja denn als Rentner nicht mehr mit dem Fahrrad hier durch den Tierpark fahren. Ach, das ist eine Sondergenehmigung. Ja, ja, ja. Ciao. Ciao. Tschüss. Bis später. Ja.
Begeisterte Kletterer im Felsenrevier sind die Mähnenschafe. Ich laufe mit der Karre voran. Okay. Und du läufst hinter mir. Und wir laufen den Weg hier entlang, hier an der Seite. Ja. Und immer relativ an der Mauer bleiben. Weil nicht, dass es dir dann doch passiert, dass die dann anfangen, dich umzurennen. Okay, ist richtig, ja. Ja? Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Na klar. BG Bremen mit der Einweisung an der Steilwand. Ja. Sieht mir schwer aus. Na, das Problem ist, wenn es hier nass ist, Mäuschen, nimm mal weg da. Na, sag mal. Hoppi, hoppi, lauf mal, komm. Ah, Monsieur Chef ist auch da. Na, komm, Dicker, lauf. So. Das ist ungünstig. Also, dann hast du hier diesen schönen schmalen Grat, wo du durch musst. Und der muss dich links, ja, der muss dich links halten. Weil dir kann es passieren, dass der Bock dann gleich wieder zurückkommt. Ja. Und du musst die Karre gut festhalten. Weil du siehst ja, wie sie ringehen. Huch. Und dann kann es dir schon passieren, dass etwas wegrutscht. Komm, Dicker. So, und wenn du das hier machst, musst du aufpassen, weil du siehst ja, wie sie gleich ihre Nasen reinhängen. Ja. Und immer hier schön an der Grabenkante entlang. Okay. Das heißt nicht, dass sie die erwischt, weil die Schippe ist nämlich scharf. So, Baby, du haust mal hier unten ab. Arsch weg, komm. Den gehst du zurück. So. Was ich dir empfehle, weil du vielleicht jetzt denken könntest, dass du die knuddeln kannst oder wie auch immer. Ja. Der Bock kommt an, lässt sich an der Nase ein bisschen streicheln. Ja. Aber das Problem ist, wenn du die Hand hinwegziehst, beziehungsweise wenn er auch mitkriegt, dass du kein Futter hast, dann kann es dir schon passieren, dass er dann ein bisschen eigenartig wird. Und dann? Naja, dann solltest du dich so schnell wie möglich eigentlich aus dem Staub machen. Natürlich nicht wegrennen, dann so rennt er dir hinterher. Ja. Aber nicht, dass du dann so abhaust, weil du musst immer gucken, dass du die Tiere im Blick hast. Also, die werfen einen sehr schnell um. So, selbst ein Weibchen, wenn sie der Meinung ist, ihrem Jungtier passiert was, dann fängt es an zu rennen. Dann nimmt es auch den Kopf runter. Und dann kriegt man meistens um die Hörner entweder eine Oberschenkel oder gegen die Wade und das tut sehr weh. Oder man wird umgerissen, also im schlimmsten Falle. Und er würde einen noch über den Haufen rennen, wenn man dann schon liegt. Ausweichmanöver. Also, die werfen einen sehr schnell um. Was man auf jeden Fall machen muss, hast du eben gesehen, wenn er jetzt hier der Meinung ist, er will hier durch, immer einen Schritt beiseite gehen. Also gehen die einen keinen aus dem Weg? Nee, nein, die gehen, dir nicht, die gehen dir nicht aus dem Weg. Ja. Das heißt, du arbeitest sehr viel mit deiner Stimme, mit deinem Tonfall. Mhm. Wenn du jetzt natürlich sagst, oh, geh doch mal bitte weg, du Kleiner, dann reagiert er nicht. Okay, ist richtig. Also, dann musst du schon ein bisschen lauter werden, wenn er sagt, geh weg jetzt da. Mhm. Denn es wird schon was anderes. Dann weißt du schon, aha, oh, ich darf nicht. Ja. Also du musst immer noch zeigen, was du der Chef bist. Ja. Dicker. Aber das hast du zum Beispiel gesehen, das war Ohren ein bisschen nach hinten. Erst mal gucken. Aber. Und wenn er da nicht reagierst, dann hätte er dich gehabt. Na klar. Und wenn du einmal Angst gezeigt hast, dann kannst du nichts mehr machen. Gut. Die lassen dich dann nicht mehr raus. Gefährlich bei den Mähnenschafen. Komm, Babys, na kommt, na los. Ja. Ausflug der Maskenschweinferkel im Tierpark. Etwas zögerlich. Ne, naja, die sind jetzt schon eine Woche jetzt draußen. Hi, 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 hi. Und wenn sie das gewöhnt sind, dann kommen sie raus. Bloß wir haben jetzt ein Problem. Wir haben ja hier umliegend in den Bäumen mehrere Krähennester. Und unsere großen Krähen sind jetzt schon so frech und versuchen dann so ein Schwein wegzutragen. Und das kleinste hier, was wir hier gerade sehen, hat ja Meerschweinchengröße. Und würde dann heißen, dass sie denn, ja, ich schmecke ja, dass sie das dann wegtragen zum Nest und dort dann verzehren für ihre Jungtiere. Weil jetzt ist ja Jungtierzeit bei den Krähen. Ne? Und wir machen das dann immer so, dass wir die dann meistens jetzt unter Aufsicht rauslassen und dann wieder hier rein. Und wie wir sehen, unsere Schweinchen sind alle sauber, ne? Die kuten alle jetzt schon draußen ab. Der Stall ist jetzt immer trocken, ne?
Da wisst ihr, dass ihr raus könnt und dann könnt ihr nämlich draußen. Olle Zicke, du bist bestimmt ein Mädchen. Bist du ein Mädchen? Nee, ein Junge. Oh, na, das darf ja wohl nicht wahr sein. Und dann hast du, guck mal, weiße Haare hat er da. Weiße Haare. Was denn? Na los, komm jetzt wieder rein. Und ab. Komm, wir gehen wieder. Rein. Ja, ohne Meckern. Ohne Meckern. Weiter, weiter. Nimm deine Kinder alle mit. Babys, kommt. Wit, 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 wit. Husch, 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 husch. Hoch. Nicht meckern. Hoch. Ja. Ja, 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 ja. Wieder ein Junge gewesen. Ja, dich trage ich. Komm, dich trage ich, mein Mäuschen. Los, rüber. Rüber, 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 rüber. So, siehst du, Mäuschen. Das war doch schön. Ich hab dich getragen. Schlaf schön. Hast du schon Hunger? Michael Horn ist nun Ersatzvater vom Marleinbär-Baby. Und das hängt an der Flasche. Mehr aus der Patchwork-Familie erfahren Sie in der nächsten Folge von Panda, Gorilla,